So, hallo, ich grüße euch wieder aus dem Taco-Stadion. Ich bin wieder unterwegs. Heute, wenn man, wie man im Hintergrund sieht, unser neues Flutlicht. Also schön hell hier am Kunstrasen. Und ich habe mal ein paar Gäste. Und zwar hat sich am Sonntag was ereignet hier am Taco-Stadion. Das fanden wir recht besonders, wo wir gesagt haben, da möchten wir mal drüber berichten. Und zwar ist es unsere zweite Damenmannschaft, die am Sonntag gegen Selm-Südkirchen gespielt hat. 0-2-1 verloren, aber die Besonderheit, mit 9 Mädels dieses Ergebnis wacker verteidigt, gekämpft und geackert, und das fanden wir total besonders und möchten da ganz gerne mal diese Mannschaft kennenlernen, damit wir auch da die Chance mal haben. Wer sind eigentlich die zweite Damenmannschaft der SG Techte? Ich habe hier dabei den Jörg Tirres, das ist der Trainer der zweiten Damenmannschaft, und den Markus Hoveling, sportlicher Leiter der Damenabteilung. Vorstellen wollen wir mal den Trainer, den Jörg. Da wollen wir mal gucken, wer du bist. Du bist jetzt hier wie lange bei der SG? Ich bin jetzt neu hier. Diese Saison. Ja. Genau. Was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher die A-Jungen und B-Jungen in Warnhof trainiert. Die zweite allerdings auch. Okay, und mit die Ambitionen dann, Techte Damen 2 zu machen? Das kam durch meine Tochter. Die spielt hier und die fragte mich, wenn ich mal wieder was anderes machen möchte, wäre sie jetzt mal dran, dass ich die trainiere. Also vorher habe ich immer nur meinen Sohn trainiert. Und so kam das. Vitamin B, wie es halt immer so ist im Fußball. Magnus, wie macht er sich? Ja, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, wie sich das hier abspielt bei der zweiten Dame. Wir werden ja gleich auf das Spiel in Selm kommen und auch auf die Spiele, die vorher stattgefunden haben. Das war die richtige Entscheidung, und das sieht man auch in der Entwicklung der Mannschaft. Wie gesagt, werden wir gleich wahrscheinlich uns noch ein bisschen vertiefend zu unterhalten. Ja, kommen wir zum Spiel. Was war am Sonntag los? 0-1 verloren. Wir wollen es jetzt mal nicht kritisieren, sondern ihr habt mit 9 Mädels so ein starkes Ergebnis dann noch gehalten. Ja, die erste Halbzeit waren wir mit 10. Und dann hatte sich in der Halbzeit leider eine verletzt und musste man mit 9 weiterspielen. Und es war einfach hervorragend von der Truppe. Sich nicht aufgeben und immer weiterkämpfen, das war echt schon, also da habe ich meinen Hut gezogen. Das heißt, die Moral in der Mannschaft stimmt durch und durch? Ja, die ist einwandfrei, also da kann ich nichts gegen sagen. Weil das ist ja natürlich bei einer zweiten Mannschaft, das kennt man ja auch aus dem Herrenbereich, die haben ja immer ein schweres Los. Aber das hört sich schon an, dass das hier wirklich gut funktioniert, dass das eine Einheit ist, dass man da gut gearbeitet hat. Ja, ein schweres Los haben wir auch. Wir sind eigentlich mit 18 Spielerinnen angetreten, von denen dann während der Vorbereitung gleich 4 gesagt haben, nee, sie machen es nicht. Und dadurch, dass jetzt 2 längerfristig ausfallen durch Verletzungen, ist der Kader natürlich mit 13 Spielerinnen ziemlich eng. Und wenn dann noch einer ausfällt oder auch beruflich nicht können, dann stehen wir schon da. Da sind wir schon auf der Hilfe der Ersten angewiesen, die auch nicht immer kommt. Oder kommen kann. Man hat ja in den letzten Wochen mitbekommen, in der ersten Mannschaft auch personell sehr, sehr eng gestellt. Dann ist es natürlich verständlich, dass man da dann unten natürlich nicht immer helfen kann, auch wenn man es gerne möchte. Wie waren denn die anderen Spiele so bisher? Ihr steht wo in der Tabelle? Ja, wir stehen relativ tief in der Tabelle. Ich glaube, 2. Letzter sind wir, aber das ist auch nicht so das Problem bei uns. Dadurch, dass wir halt wenig Leute beim Training haben oder auch im Kader haben. Und für mich ist hauptsächlich, dass wir die Mannschaft entwickeln, dass sie weiterkommen, weil einige spielen erst seit 2 Jahren Fußball. Und dass wir dann doch hin und wieder mal einen in die erste abgeben können, wenn der Personalprobleme hat, und die sich dann nahtlos einfügen. Und das ist eigentlich unser Ziel. Magnus, als sportlicher Leiter, wie ist das denn dann überhaupt vorgesehen? Zweite Mannschaft, ist das in Richtung Ausbildung, Richtung erste Mannschaft? Der Sprung von Kreisliga B, Landesliga ist natürlich schon enorm. Ja, das ist uns bewusst, und wir haben zu Anfang der Saison auch ganz klare Ziele und Visionen, sage ich mal, festgelegt und auch besprochen, auch mit dem Trainer der ersten Mannschaft. Natürlich ist der Sprung sehr groß. Wir versuchen, die zweite auch weiterzubringen. Vielleicht machen wir mit der ersten auch nochmal einen Sprung. Das ist jetzt nicht außer der Welt. Umso wichtiger ist, die zweite Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, Jörg hat ein schweres Los, genau wie er sagt. Es sind manchmal 7, 8 Leute beim Training. Umso bedeutender, umso wichtiger ist, dass die Moral stimmt, dass die Mädels richtig Lust haben. Und ich gehe nicht nur auf das Spiel in Selm ein, sondern auch in Senden, was ich gesehen habe, wo wir in Unterzahl oder wo wir mit kaum Auswechselmöglichkeiten, sag ich mal, eine Spritzigkeit, eine Energie auf den Platz bringen, wo ich wirklich total begeistert bin. Und das reißt mit. Und Jörg stellt sich in den Dienst, sag ich mal, für die Mannschaft, aber auch für die erste Mannschaft.
gibt gerne Damen auch an die Damen 1 ab, weil das genau das Prinzip auch versteht und sagt, das ist kein Problem, die erste steht im Vordergrund. Und dieses Miteinander und diese, sag mal, positive Energie da ist, die übrigens in beiden Mannschaften da ist, auch wo es in der ersten momentan nicht so rund läuft, das macht mich an sich sehr zuversichtlich, dass wir, sag mal, in den nächsten Jahren da auch vielleicht die nächsten Schritte machen. Wie ist das denn dann, du sagst das in den nächsten Jahren, das ist natürlich gerade eine zweite Damenmannschaft zu haben, ist generell selten und auch sehr schwer für die Zukunft. Ich meine, das ist jetzt alles noch im Aufbau wahrscheinlich. Das heißt natürlich, wir brauchen noch Mädels. Genau so ist es und das ist dann auch ein Aufruf, sage ich mal, an alle Beteiligten natürlich, sag mal, in dieses wunderbare Team reinzukommen. Ne? Und es gibt Schöneres, in ein funktionierendes Team, sage ich mal, reinzukommen. Das hat der Jörg hier geschafft. Wenn ich sehe, im letzten Jahr spielerisch, wo die Mannschaft stand und wo sie heute steht, das ist schon ein Sprung. Läuferisch, viel agiler, wie er sagt, die zusammenzubringen. Spielerinnen, die sehr gut spielen, die jahrelang gespielt haben und Spielerinnen, die ganz neu sind, diese Lücke und diese Mannschaft sozusagen dann noch so zusammenzuhalten im Training, das ist was ganz Besonderes und wie gesagt, da bin ich ganz froh drum und ich denke, das klappt auch ganz gut in der Zusammenarbeit. Ja, auf jeden Fall. Das hört sich so an, wir haben hier eine funktionierende Mannschaft, wie gesagt, zweite Mannschaft, das kennt man, das ist halt nicht einfach, so eine funktionierende Mannschaft zu stellen. Das sieht gut aus, das heißt, wenn Interesse da ist, wenn noch jemand da sagt, ich hätte wieder Bock, Fußball zu spielen. Ihr habt ja auch, das habe ich nämlich gesehen, im Team auch, ich sag mal, ältere Damen, die jetzt auch wirklich spät angefangen haben. Ja, das kann jeder kommen. Alter spielt eigentlich keine so große Rolle. Wenn man Spaß am Fußball hat, dann kann man hier hinkommen zum Training. Und wie gesagt, Alter ist eigentlich egal. Aber man darf nicht verkennen, und das ist auch entscheidend, wenn ich die Mannschaft spielen sehe und man sieht Damen, die eben halt lange nicht gespielt haben, der Ehrgeiz, der ist da. Und das ist das Schöne, sage ich mal, das Sportliche und diese Freizeit. Und man sagt immer so, zweite Dame, das ist dann die Feiertruppe. Klar, sie können gut feiern, aber sie sind auch präsent auf dem Platz und wollen auch gewinnen und lassen sich nicht unterkriegen. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles, eine ganz tolle Mischung. Hört sich super an. Ich meine, feiern können wir bei der SG alle. Das steht uns auch zu. Von daher, ich danke euch einmal für die Situation. Ihr habt gesehen, zweite Damenmannschaft funktioniert. Wer Lust und Laune hat, kommt vorbei. Training ist wann? Mittwochs von 19:30 bis 21 Uhr oder auch mal länger und freitags die gleiche Zeit. Wie gesagt, wer Bock hat, kommt vorbei. Das macht Spaß und ich danke euch für die Schilderung der Situation. Und wer ein Spiel der zweiten Damenmannschaft sehen möchte, herzlich eingeladen. Ab zum Taco-Stadion im Internet findet ihr Termine. Guckt es euch mal an, das macht Bock und da denke ich mal, vielleicht können wir die ein oder andere begeistern. Danke euch und viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Danke. Ciao.